Glaube, Liebe, Hoffnung, Gott macht mich frei. Glaube, Liebe, Hoffnung, ich bleib dabei. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe in unserer Reihe Gesichter der Christuskirche. Sie sehen, dieses Mal werde ich mich zum ersten Mal mit dem Auto auf den Weg machen, um meine Gesprächspartnerin zu finden. Denn die Gesprächspartner können sich immer selber aussuchen, an welchem Ort sie gerne interviewt werden möchten. Seien Sie gespannt und hören Sie zunächst wieder ein Stück unseres Kirchenmusikdirektors Christoph Emanuel Salz. Ja, Stefanie, wir haben uns hier getroffen am Bessenbacher Weg in Aschaffenburg. Das war dein Wunsch gewesen. Mhm. Wie kommt das? Was ist es mit diesem Weg? Was hat es da auf sich? Da hat es ganz viel auf sich. Da findest du mich momentan ganz oft. Mhm. Ich laufe viel mit meinem Hund, den man jetzt hier im Bild leider nicht sieht. Ja, das können wir mal versuchen, den Hund drauf zu kriegen. Jawohl. Sag mal. Da ist er. Hallo, jawohl. Sehr schön. Gut. Und ja. Nutze auch diesen Weg hier, mich mit Freundinnen zu treffen in der Corona-Zeit, um so Kontakte zu halten, aber natürlich auch, um mich zu bewegen und einfach so ein bisschen die schwierige Zeit, die wir gerade haben, auch in der Natur zu kompensieren. Schwierige Zeit ist ein Thema, was du angesprochen hast gerade, Stefanie. Du bist Neurologin und Psychotherapeutin hier auch in Aschaffenburg, gleichzeitig bei uns im Kirchenvorstand tätig. Wie ist das, du nimmst die Menschen wahr in dieser Zeit? Was nimmst du da wahr? Wie geht's deinen Patienten? Die Ängste steigen natürlich an. Mhm. Und viele haben mit Vereinsamung zu kämpfen. Ja. Besonders die alleinstehenden Menschen. Weniger, die in Familien sind, die ziehen sich in die Familie zurück. Aber die alleine sind, die haben es schwer. Mhm. Und um jemanden zu zitieren, der sagte, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, sterbe ich an Corona oder an Vereinsamung. Ja, das ist ja ein Thema, was wir immer wieder auch in den Medien hören. Auch in den Seniorenheimen wird uns das im Grunde ähnlich gespiegelt. Jetzt bist du sehr engagiert, auch in der Kirchengemeinde. Kannst du dein Christsein ein Stück weit auch leben in deinem Beruf, der ja lebt auch von Zuwendung? Auf alle Fälle, weil auch als Therapeut kann man sich natürlich als Mensch nicht rausnehmen. Meine Glaubensinhalte, meine Wertvorstellungen gebe ich natürlich auch mit in die Therapie rein. Das sage ich auch den Patienten, dass es wichtig ist, auch im Erstgespräch zu verstehen, woher ich komme und vor allem eben auch zu sehen, mich als Menschen, ob sie damit können oder nicht. Also du bringst das ganz klar auch selbst zum Ausdruck, was so dein Hintergrund ist, auch von deinem Weltbild. Ja, und nicht immer gleich im Erstgespräch, aber im Laufe der Zeit dann schon. Ja, schön. Jetzt weiß ich, dass dein Herz natürlich in der Gemeinde sehr klar schlägt für neue Gottesdienstformen, auch für neues geistliches Liedgut. Frauenfrühstück in der Gemeinde ist dir sehr wichtig. Ja, was treibt dich da an? Was ist da so dein Ziel? Auch da sind es tatsächlich verschiedene Aspekte, die mich antreiben. Mhm. Ich mache ja das Frauenfrühstück zusammen mit Conny Kempf in der Leitung, wobei wir ein großes Team an Helfern haben oder die diese Großveranstaltung gar nicht möglich wäre. Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, zum einen uns als Frauen
näher kennenzulernen, aber auch Frauen ein Forum in unserer Gemeinde zu geben, wo sie gut andere Frauen mit zu einladen können, die kirchenfremd sind. Und wir haben Referentinnen, die aus ganz Deutschland kommen, zu Lebensthemen sprechen, diese, wo wir als Ziel immer haben, Gott selber näher kennenzulernen, aber auch Gott bekannt zu machen. Und bin ja noch auch im Menschen der Bibel-Team dabei. Ich denke, dass es einfach verschiedene Vorlieben gibt an Gottesdiensten und der Menschen der Bibel-Gottesdienst eben in dieser etwas moderneren Form soll eben auch nochmal andere, vielleicht manchmal auch kirchenfremdere oder traditionsfremdere Gruppen ansprechen. Ja, da schlägt dein Herz an dem Bereich, und das stimmt. Wir haben ja in der Kirchengemeinde auch ganz unterschiedliche Traditionen und Stile. Gibt es irgendwie ein biblisches Leitwort, was dich so ein Stück weit inspiriert, auch in deinem Engagement oder auch in deinem Leben? Also, das wechselt tatsächlich. Im Moment denke ich ganz oft an die Aussage von Jesus, der sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also wir dürfen zu dieser Angst stehen. In der Welt habt ihr Angst, das ist eine Tatsache. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das ist etwas, was mich tröstet in Krisen, in persönlichen Krisen, was mich jetzt auch durch die Corona-Zeit mit begleitet, dass ich sagen kann, Gott versteht mich mit meinen Gefühlen, mit meinen Ängsten, aber auf ihn darf ich schauen. Und das ist irgendetwas, was ich finde, was wir als Christen als ein Wahnsinnsgeschenk haben. Vielen Dank, Stefanie, dafür. Das ist eine gute Botschaft. Da brauchen wir gar keine Predigt groß mehr. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Weg. Wahrscheinlich werde ich dich noch ein paar Meter begleiten hier auf diesem wunderschönen Weg. Ich habe eben auch erzählt, ich gehe seit 2 Jahren auch Jakobsweg mit einer Freundin. Und da passt natürlich Weg dann auch. Genau, und eine gute Möglichkeit zur Entspannung. Ja, genau. Vielen Dank, Stefanie, für das Interview mit dir. Ich danke dir. Tschüss. Nur wenige Meter entfernt vom Ort des Interviews befindet sich das Matthias-Claudius-Haus, eine Senioreneinrichtung der Diakonie am Bayerischen Untermain. Hier finden regelmäßig Gottesdienste statt, aber nun schon wieder seit einigen Wochen nicht mehr. Was für ein gutes Wort, das Stefanie Klepper uns auf den Weg gegeben hat. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Glaube, Liebe, Hoffnung, Gott macht mich frei. Glaube, Liebe, Hoffnung, ich bleib dabei.